Halli, hallo, Hallöchen zu einem neuen Vlog, liebe Leute. Und das am Donnerstag. Und das am Donnerstag. Das ist endlich pünktlich am Vlog. Ich sag einfach gar nichts mehr. Ich sag einfach nichts mehr, Leute. Oder? Leute, wir haben ein kleines technisches Problem. Also es war an für sich eine sehr gute Woche bis jetzt. Mhm. Und wir können jetzt nicht mehr Hashtag Rasen sagen, wir müssen jetzt Hashtag Wiese sagen. Weil aus dem Rasen ist eine Wiese geworden. Ist okay, kann man damit leben, aber es sollte vielleicht in Zukunft, so ich sag jetzt nicht im kommenden Jahr, aber vielleicht im nächsten Jahr wieder ein Rasen werden. Aber wir gucken mal. Vielleicht wird es auch dauerhaft eine Wiese, weil Hashtag Rasenmäher ist tot. Jo. So ist das, ne? Er ging komplett funktionsfähig, ging er in die Reparatur. Und jetzt haltet euch fest, die haben sich ein bisschen schwer getan, das Gerät zurückzuschicken. Da muss man viel hin und her schreiben. Und irgendwann war es dann halt so, dass es dann hieß, wir müssen 35 Euro bezahlen. Dann würden sie das Gerät wieder zurückschicken, ja, unrepariert. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Mhm. So, dann gestern war der große Tag. Da sind wir losgezogen, in voller Hoffnung, eine Rasenmäher abzuholen. Ja. Also der auf jeden Fall noch nicht repariert war, aber immer aber noch funktioniert. Ja, ja, ja. Genau, so, weil er funktioniert ja. Weil er nur ein Vergaserproblem. Ja. So, pass mal auf, da kommt man dort an, da meinte der Lagerist schon, der es ausgeliefert hat, oh, da haben sie schon was angetan. Ich dachte, warum? Ja, gucken sie sich mal an. Da habe ich in die Kiste geguckt, das war kein Rasenmäher mehr. Also, es war ein Einzelteil. Die Karosserie davon ja, aber der Motor war komplett auseinandergelegt. Da ich war kann jede euch hier ein Foto einblenden. Ja, mach mal ein Foto, genau. Ein Foto. Jede einzelne Schraube haben die auseinandergenommen und nicht mehr zusammengesetzt und meinte so, das ist ja mein Rasenmäher. Dann meinte ich so, sorry, aber das kann ich nicht annehmen. Das kann ich nicht annehmen. So, also sowas habe ich noch nie erlebt, das ist mega geil. Ey, das heißt, ehrlich. Ratzfatz haben wir natürlich gesagt, nehmen wir nicht an. Dann wurde ein bisschen hin und her telefoniert. Ende des Liedes, ich habe mein ganzes Geld zurückbekommen. Mhm. Und wir haben jetzt einen neuen Rasenmäher. Genau. Wir haben jetzt einen Trike-Rasenmäher. Ja, ein Dreirad. Kann man euch cool. ja mal vielleicht später oder die Tage irgendwann zeigen. Also ja, genau, wir haben jetzt halt einen anderen Rasenmäher. Und damit euch das nicht passiert, nennen wir hier an der Stelle auch mal Marken und Namen. Machen wir ja sonst eigentlich immer sehr zurückhaltend. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war so eine Frechheit, auch allein schon dann diese Kommunikation von wegen, da wäre nicht genug Öl drin gewesen, was ein totaler Bullshit ist. Jeder, der Daniel kennt und ich weiß das auch, der kümmert sich um seine Maschinen, der hegt und pflegt die. Das war definitiv nicht der Fall. Und ich habe ja das schon mal auch erzählt, ne? Dann wird man als Endverbraucher so verarscht einfach. Und ich als Laie, ich hätte nicht gewusst, dass das nicht korrekt ist. Ich hätte gedacht, ja, okay, scheiße. Ich habe zwar eigentlich immer genug Öl reingemacht, aber wenn der das als Hersteller sagt, ja, muss das ja korrekt sein, dass ich da irgendwas falsch gemacht habe. Ne? Ja. Ich hätte ein neues Gerät gekauft und ich wäre komplett verarscht worden einfach. Also, der alte Rasenmäher war von Alco. Und wir sind auch froh, dass wir jetzt einen anderen Hersteller haben. Vor, ja. vor allem, die haben das dann auch Stratton Motor drin. Ja, also eine gute Marke von Motoren, aber scheinbar ist das nur noch Name und die Qualität ist dann wohl nicht mehr so. Nicht mehr so. Also halt so. Die haben den einfach nur komplett zerpflückt. Also ich meine, er ist einfach in Einzelteile zerlegt worden. Und wie kommt man bitte auf die Idee, an den Endkunden einen zerlegten Motor zurückzuschicken? Ja, ein zerlegter Rasenmäher, der im Endeffekt komplett zusammengebaut war. Ne? Ja. Und das Geilste war, die haben 75 Minuten, da steht auf dem Bericht drauf, dass sie 75 Minuten in auseinander gebaut haben. Der hat ein bisschen gestottert, ne? Der lief ja einwandfrei. Aber da hatte Sarah die geile Theorie, da das ist bestimmt so der Azubi, so nach dem oder Praktikant, hey, mal, guck mal, baut ihr mal auseinander. Baut mal auseinander, üb mal. So. Guckst du mal in den Motor rein, ne? Ja, also wie gesagt, also von der Firma Alco werden wir definitiv nichts mehr kaufen. Das Thema ist durch. Er war immer zufrieden, ne? Also, alles okay. Aber das geht halt nicht. Aber wir sind sehr, sehr happy mit der unfassbaren Kulanz vom Bauhaus an der Stelle, die dann halt auch direkt ohne groß weiter rum zu diskutieren mit einem Anruf gesagt haben, ja, selbstverständlich, sie bekommen komplett ihr Geld zurück und sie können sich ein neues Modell aussuchen oder aber wir bestellen das gleiche Modell dann nochmal und wir haben dann noch einen Zehner draufgelegt und haben uns dann ein anderes Modell ausgesucht, weil wir waren dann auch direkt so, boah, nee, also das gleiche Ding muss jetzt auch nicht nochmal sein, weil nachher haben wir da wieder Ärger mit. Ja, ja, so, und ja, ja. Deswegen, ja. Der hier ist jetzt ein bisschen leistungsfähiger. Ja, ein Ticken besser. Ja, so, ne? Hat eine breitere Schneide. Ja. Ich finde das mit dem Dreirad hatte ich so noch nie. Ist ein bisschen Gewohnheitssache, ne? Mhm. Weil man ist nicht so, er steht halt nicht so stabil wie auf Vierräder, mhm. aber ist wesentlich wendiger für einen Baumscheiben herum oder sowas. Und das muss ich sagen, das fand ich schon sehr geil. Also, ja. Das hat mir direkt schon mal zugesagt. Ja. Also, man muss sich jetzt ein bisschen dran gewöhnen.
Aber ja, mal gucken wir mal, was die Zeit so bringt. Ne? Vielleicht kriegst du ihn ja auch kaputt, mal gucken. Genau, richtig. Nein. Also, wie gesagt, jetzt haben wir die Namen genannt. Wie gesagt, normalerweise machen wir das nicht. Und ich wäre auch normalerweise nicht der Mensch, wisst ihr ja, wir reden nichts irgendwie immer super schlecht oder so. Aber das ist halt einfach so ein Ding. Also da muss man auch mal sagen, hey, ne, muss man aufpassen, ne? Falls jemand von euch jetzt irgendwas Neues kaufen will. Von fast 400 Euro. Jetzt kann man sagen, ja, das geht noch, aber das ist schon nicht ohne. Ne? Und wenn man dann so behandelt wird und dann einen Rasenmäher zurückbekommt, der komplett auseinandergenommen ist, wo man sich denkt, halt also als ich das abgegeben habe, lief das Teil noch, richtig, ne, Leute? Richtig. Ne? So, das ist halt. Nee, das ist halt einfach ein Verhalten, da muss man dann auch mal öffentlich drüber sprechen, auch wenn die das höchstwahrscheinlich niemals sehen werden. Ist auch Latte, ist auch nicht der Hintergrund, das ist auch scheißegal. Es geht nur darum, für euch das zu teilen, dass ihr halt sozusagen aus unserem Learning mitlernt. Ja, das ist ja im Endeffekt, das Gerät an für sich war ja nicht schlecht. Das der hat super Rasenmäher Arbeit für sich war super. Aber der Kundendienst ist scheiße. Das ist halt nicht das große Problem, weil sobald man dann Probleme kriegt und dann heißt, nee, wir machen euch jetzt ein geiles Angebot, kaufst ein neues Gerät, ja, dann hast du doppelt gezahlt. Und das will ich halt nicht. Nee, ne? Das ist ja auch Blödsinn. Halt lieber dann einen anderen Hersteller nehmen und man hat einen guten Kundendienst. Ja, das richtig. Halt so. Ja, hoffen wir jetzt auf jeden Fall mal. So, hier ist natürlich jetzt gerade Mittag, wie ihr euch vielleicht schon an Daniels Rumgerenne und Rühren in Töpfen denken könnt. Wir machen Mittagessen. Und zwar ist heute Fischtag. Wir machen jetzt ein bisschen Reis. Dazu gibt es Lachs und wir machen noch ein bisschen Gemüse. Rosenkohl, genau. Wir machen ein bisschen den Tiefkühler leer, damit wir den demnächst wieder füllen können. Ist das nicht toll? So, und Mausi, Hashtag nervige Kuh, hat uns die Nacht ein bisschen gequält. Ja. Es war ihr zu warm und es war nicht cool. Daniel hat dir dann in der Nacht so um 1:30, 2 dann auch noch mal so ein kaltes Handtuch geholt, um das auf sie zu legen. Aber da wurde es besser. Da wurde es besser, aber war nicht ihre Nacht und unsere entsprechend auch nicht. Aber ist okay. Ne? Ja, aber manchmal läuft es halt nicht. Manchmal läuft es halt nicht. Das ist okay. Heute werden 36 Grad, ich bin gespannt. Also ja, aber er verträgt es besser. Ne, Bibi, du verträgst das besser. Für dich ist das okay. Papa hat zwar vorhin schon gesagt, ob wir nicht nach Alaska auswandern sollen, aber ich glaube, damit bin ich trotzdem nicht einverstanden, muss ich gestehen. Das wäre mir dann auch ein bisschen zu viel des Guten, ja. Papa, ich habe da eine Theorie. Du hast eine Theorie. Nach Alaska. Alaska auszuwandern ist im Endeffekt nicht so schlecht. Vor allem für die Hunde, weil wenn es ihnen zu kalt ist, können wir Menschen ja dagegen anheizen. Ja. Damit der Hund eine perfekte Temperatur hat. Aber Nachteil ist, wenn es zu warm ist, gut, da können wir auch nachhelfen. Wir können eine Klimaanlage kaufen, ne? Könnten wir. Was hältst du von der Klimaanlage? Findest du eine Klimaanlage gut? Oh ja, die schmeckt dir. Okay, also Klimaanlage. Das Ding ist halt, jetzt lohnt es sich irgendwie auch nicht. Also wir kriegen jetzt morgen noch mal einen super heißen Tag, aber ich wette mit euch, also toi, toi, toi und so, das ist der letzte heiße Tag. Also wenn es nicht so ist, auch schön, weil dann haben wir richtig fett wieder Sommer hier gehabt. Aber ich. Boah, Moment. Wir hatten ein paar warme Tage, wir hatten nicht fett Sommer. Aber ne? Im Gegensatz zum letzten Jahr war das ein fetter Sommer bisher. Ja, aber das ist immer noch kein guter Sommer. Also gefühlt trotzdem immer noch sehr kalt im Vergleich zu den anderen Jahren. Vor allem, man kennt das irgendwie gefühlt nicht mehr, dass es so 3-4 Wochen am Stück gutes Wetter ist. Nee, das ist. Also das stimmt. Ist ja die ganze Zeit Tal- und Bergfahrt, ja, Achterbahnfahren mit dem Wetter. Ja, so. Was los da? Es kocht. Nun gut, Leute. Also, der Abend wird langsam lang. Ansonsten ist für heute hier geplant, dass ich später meine Gaming-Aufnahmen mache. Ja. Ich darf meine Heckenschere noch reparieren. Genau, das heißt reparieren, ich will die mal schärfen. Schärfen, sauber machen und so, ne? Ja. Genau. Und genau. Ja. Das war's. Also, super spannend hier, wie ihr seht. Das ist der absolute Burner. Ist mega. Absoluter Wahnsinn. Okay. Dann, mache ich euch gleich wieder die Nase lang mit dem fertigen Essen. Alrighty, Leute. Wir sind ja richtige Fans vom Schüsselessen. Ne? Und deswegen haben wir das einfach schon alles so richtig perfekt zum Reinhappen klein gemacht, sozusagen. Und das da ist jetzt Reisfischtöpfchen mit Rosenkohl. Ja, Alaska-Filet. Und Soße ist einfach eine helle Soße mit ein bisschen Dill, mit ein bisschen Zitrone, Zitronenpfeffer und Salz. Das wird lecker, oder? Oh, yes! Oh, auf wie geht's? I love it, Schüssel. Bis gerne. Ja, bitte. Mausi, hast du ein neues Spieli? Hast du ein neues Spieli, hä? Hey, guck mal. Ah ja, guck mal. Aha.
Oh, Leute, Leute, Leute. Guckt euch diesen glücklichen Hund an, obwohl er ein kleiner Lampenschirm ist. Weil Happy hat nämlich leider eine Entzündung in der Pfote. Ja, du, genau über dich spreche ich. Wo ist der Spili? Wo ist Spili? Aber sie kommt gut damit zurecht. Hat sie den Verband gerade wieder abgenommen? Ich habe den weggenommen. Okay. Ja, sie verliert den ja. Ja, ja, okay. Aber jetzt hat er erstmal spielen. Ja, genau. Und dann kommen wir weiter. Und der da, guck mal, den Turi. Heiße ich euch herzlich willkommen. Seit der letzten Aufnahme sind 5 Tage vergangen. Wir haben jetzt Dienstag, also 4 Tage, ist jetzt der 4. Tag. Und der Vlog gestern war ja theoretisch dann ausgefallen, hatte ich euch ja auch auf YouTube Bescheid gesagt, weil wir haben irgendwie nicht so richtig die Kurve gekriegt letzte Woche. Habt ihr ja auch gesehen, die Aufnahme war noch von Donnerstag. Also, keine Ahnung, die Woche war halt einfach. Naja, haken wir es ab, ja. Auf jeden Fall starten wir jetzt diese Woche motivierter und hoffen, dass es besser klappt. Daniel rührt da gerade im Möhrensalat, den er gestern Abend noch gemacht hat. Den werden wir uns jetzt gleich gönnen, ja. Da freue ich mich jetzt drauf. Was machen wir dazu? Ich habe gerade überlegt, noch mal ein paar Maggots dazu machen. Oh, ja, Maggots. Ja, und Happy hat halt, wie gesagt, so eine kleine Entzündung. Also die hat da in diesen Drüsen irgendwie zwischen den Pfoten. Oder soll man Burger machen? Weil die hätten auch. Oh, Burger haben wir auch noch. Die sind noch aufgetaut und die sind dann noch gut bis zum 11. Das sind noch 2 Tage. Dann lass uns Burger machen. Ja, wir machen Burger. Geil. Mit Möhrensalat. Hammer. Genau. Und das heißt, deswegen trägt sie jetzt ganz, das findet sie überhaupt nicht cool, deswegen trägt sie jetzt den Kragen aktuell. Und merkt ja, wie schlecht es ihr gerade geht. Ne? Es geht ihr super schlecht, Leute. Oh mein Gott, sie ist halb am Sterben. Ne? Nein, ist alles gut. Aber sie darf halt natürlich an der Wunde nicht lecken. Das ist halt wichtig. Also sie hat da irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das von euren Hunden kennt, aber bei ihr ist es irgendwie immer mal random. Alle paar Monate aktuell tritt das irgendwie auf, dass sie da halt in diesen Drüsen sich so viel Dreck sammelt, dass sich das dann halt irgendwie entzündet. Also keine Ahnung. Wir pflegen es halt immer ganz normal wieder gesund, weil... Wie gesagt, wir gehen nicht wegen jedem Pups zum Tierarzt. Das macht doch keinen Sinn. Macht auch absolut keinen Sinn. Es ist einfach eine Wunde. Man muss es pflegen. Man kriegt eine Salbe. Salbe und Zahlen, das macht keinen Sinn. Ist halt so, ne? Nun gut, ja. Und ansonsten habe ich gerade hier dieses Augenbrauen-Experimente-Video aufgenommen. Das habt ihr gestern gesehen. Deswegen sehen die vielleicht auch so ein bisschen gerötet und komisch aus. Genau, aber jetzt ist erstmal hier Mittag angesagt. Da freue ich mich jetzt drauf. Mit unserer neuen Kühlschranksituation sind wir auch super zufrieden. Kommen damit echt richtig gut klar. Also gefällt uns insgesamt sehr, sehr gut. Und ja, es wird schönes Wetter diese Woche. Alles im Lot hier. Ein Schweineöhrchen. Oh. Heute ist aber Verwöhnt-Tagi angesagt. Ja. Ui, dem Großen geht's auch absolut hervorragend. Wir haben schon festgestellt. Ja, okay. Gib mal Pat. Da. Pat. Ja, okay. Die Anna. Ja, fein. Und ciao. Ja, man hat ihn nicht mehr gesehen für die nächste halbe Stunde. Happy, bleib hier. Für dich ist das nichts. Ja, ja, ist okay. Hau mal was Kleines für die Maus. Hey, ich bin am Spielen, aber ich checke, wie mein Essen ist, ne? Ja, 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 so sieht's aus. Oh, mein Fraulein. Bist du das? Hat? Ja, ja, ist okay, geh langsam. Kauen! Also ihr seht, der Wahnsinn ist immer noch genau der gleiche, ne? Also hat sich nichts verändert. Schon weggedrückt. Schon weggedrückt? Ja, einfach quer geschluckt, fertig aus. Dieser Hund. Ich schwör's euch, dieser Hund ist absoluter Wahnsinn. Nee, genau. Und was wollte ich eigentlich noch sagen? Genau, das Wetter wird super gut diese Woche. Richtig sommerlich nochmal, obwohl ich ja immer irgendwie wieder den Sommer abschreibe. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, warum ich immer auf diese Idee komme. Aber es wird super schön diese Woche, freue ich mich drauf. Und in 2 Tagen kommt wieder ein Bauchschutt-Container. Yeah! Yay! Der nächste Bauchschutt-Container ist unterwegs. Aber höchstwahrscheinlich dann dieses Mal auch der letzte vorerst. Ja, also ich glaube, dann ist erstmal noch nicht mehr so viel Abriss angesagt. Nee, dann sind wir beim Abriss tatsächlich so weit, dass man mit dem Aufbau beginnen können. Aber natürlich müssen die Wände noch geschliffen, geputzt werden oder den Putz angeraut werden. Mal gucken, ob welchen Putz wir wieder aufbauen können. Ja. Aber wir sind jetzt so in der Wende, wo man zum Aufbau kommt. Ja, also dass man das noch erleben darf, Leute. Der absolute Burner. Aber
wie, wo, was es da konkret weitergeht, das werdet ihr dann auf jeden Fall in der nächsten Zeit erfahren. Es gibt Pläne, Leute. Es gibt sehr viele Pläne. Also es ist schon echt krass wieder, was erstmal dann so bei uns so hinter den Kulissen irgendwie arbeitet, was wir uns überlegen, machen und tun. Was wir natürlich auch hier nicht unbedingt immer alles erstmal teilen, weil ich bin da immer vorsichtig mit. Man kann nicht immer alles teilen, wenn man gar nicht weiß, ob es konkret wird. Genau, richtig. Das ist dann immer so blöd, weil das ist so Luftschlösser bauen. Genau, richtig. Wisst ihr? Und das machen wir lieber privat für privat, uns. Richtig. Und wenn es dann konkreter wird, dann lassen wir euch natürlich teilhaben. Genau, klar, ne? Genau. Du hast es eigentlich wirklich perfekt zusammengefasst. Und das ist halt im Prinzip so das, was hier auch die letzten Wochen gelaufen ist. Und ich muss sagen, aber ich freue mich auf alles, was so kommt. Und jetzt freue ich mich aber erstmal aufs Mittagessen. Und ja, ich bin so ein bisschen am Überlegen. Eigentlich wollte ich irgendwie ganz gerne eine Pause machen, eine YouTube-Pause. Ich weiß noch nicht, ob ich die irgendwie reinkriege. Es sind so viele Sachen geplant schon. Und ich will und möchte auch unbedingt gerne wieder eine Pause machen. Vor allem. Guck mal, was hatten wir denn dieses Jahr an Urlaub? Eine Woche. Eine Woche halt, eine Woche. Als wir in Holland waren. Und hatten wir nicht vor ein paar Vlogs oder einem halben Jahr mal drüber gesprochen, dass wir so 6 Wochen machen wollen? Ja, und wir sind genau bei einer Woche bis jetzt, im ganzen Jahr. Das war der Vorsatz läuft, ne? Bisher. Also wir hatten noch 5 Wochen vor uns. Jo. Okay, ich erzähle euch da vielleicht noch mal ein bisschen mehr, auch so, wie ich mich momentan so fühle. Das ist momentan auch ein bisschen Achterbahnfahrt. Das ist auch einer der Gründe, weshalb ich, glaube ich, bald wieder eine Pause brauche. Aber ich muss jetzt Daniel helfen, die Burger zu machen. Also wichtige Dinge zuerst, Futter. Ne? Und die anderen Futter. Themen kommen wir noch zu. Ich mache uns eine Burgersoße, ne? Ja! Hallo Leute, es ist Donnerstag. Jetzt kochen wir wieder. Es ist vor allem Mittwoch. Okay. Und ich wollte euch gerade mal schnell die Nase lang machen. Wir haben gerade wieder so Grundsatzdiskussionen. Aber ich wollte euch gerade kurz unser Essen zeigen, weil es ist schon irgendwie pervers geil. Wir haben uns quasi, also nicht Ofenkartoffel oder so, aber halt so normal gekochte Kartoffel gemacht und dann einfach so aufgeschnitten. Sour Cream rein, bisschen Speck oben drüber und Käse. Leute, das ist ein Traum. Guckt euch das an. Das ist doch... Also ich finde es richtig geil, muss ich gestehen. Also ist auch kalorienarm für die jetzt Diät fragen. Essen. Ist alles komplett Diät, ne Leute? Nur die Kartoffel hat Kohlenhydrate. Ja, genau. Light-Käse. Ja, alles light. Light-Speck. Ja, alles light. Alles, ja, der Speck, den Speck, der da drum rum ist, das ist nur Design, weißt du? Das ist nur aufmachen. Ja, das sieht wie vegane Schnitzel. Das sieht nur aus wie Speck, genau. Das sieht nur so aus wie Speck. Und der Quark ist auch, das ist nur Quark, ne? Das ja, genau. Aber da muss ich ganz ehrlich gestehen, freue ich mich jetzt drauf. Ich habe hier extra sogar Petersilie drüber gestreut, damit ich euch das jetzt schön zeigen kann, wie toll das aussieht. Aber das ist wirklich schön. Bei mir ist einfach nur Gemurks, weißt du? Ja, ist egal, es wird jetzt auch reingemurks. Ne? More food, ne? Ja. Danke, so ciao. Tschö, wir essen jetzt. Yummy! Der Donnerstag läuft schon mal wieder anders als geplant. Ich stehe hier gerade draußen. Ihr seht hinter mir Container. Der nächste Container ist am Start. Wir müssen aber jetzt gerade einen Notfallbesuch im Baumarkt machen quasi, weil nämlich gerade Daniel der Sackkarrenreifen geplatzt ist. Es macht einen lauten Puff. Und ich dachte noch so, okay, was schmeißt er jetzt in den Container? Nee, es war der Reifen, der geplatzt ist. Und deswegen gehen wir den jetzt besorgen. Ist es nicht ein Traum? Es ist ein Traum, Leute, ne? Aber wenigstens ist es traumhaft schönes Wetter. Das ist schon mal etwas. Ja, und dann schleppt Daniel heute noch eine kleine Runde Bauschutt. Und morgen helfe ich dann wieder, wenn noch was über ist. Aber jetzt hüpfen wir erstmal in den Baumarkt. Samstag, 31 Grad im Schatten. Genauso fühlen wir uns auch. Und was machen wir? Unsere Lieblingsbeschäftigung, Bauschuttcontainer füllen. Aber wir haben ja gesagt, wir langweilen euch nicht mehr ganz so arg mit diesen Nur-Räumen-Aktionen. Es ist aber tatsächlich so, dass wir gestern am Nachmittag auch noch gute 2,5 Stunden den letzten Container, also hoffentlich vorerst letzten Container, Leute, drückt mal die Daumen, dass es hoffentlich jetzt erstmal der letzte ist. Der sieht jetzt gerade so aus. Da ist vor allem der Bauschutt reingekommen, der jetzt zuletzt noch da lag. Hier ist jetzt tatsächlich mal wieder alles frei. Wir konnten sogar die Gehwegplatten, die wir noch hatten, eigentlich fast alle über Kleinanzeigen verschenken. Das war super. Und Daniel kommt da gerade schon an. Da sind nämlich noch ein paar Fliesen, die wir so entdeckt haben, gell? Ja, kommen jetzt auch weg. Ja.
die wusste also, ich gar nicht, dass die noch dort stehen. Das wusste ich jetzt auch gerade nicht. Ich bin gerade sehr überrascht, ja. Ich wusste nur, dass die Kleinen, die du unbedingt behalten wolltest, ja, da waren. Ja, genau. Also wir sind weiter im absoluten Tabula Rasa-Modus und schmeißen wirklich vieles weg, wo wir zuerst immer, Hobbes ist drin, wo wir zuerst mal gedacht hätten, wir halten es, wir machen irgendwas mit und so weiter und so fort. Aber wenn wir realistisch sind, es passiert halt aktuell erstmal nicht. Ja, kann ich. Die Tür aufhalten nur. Aufhalten, die andere. Die da? Ja, sonst komme ich nicht raus. Okay, wohin willst du denn raus? Da vorne auf die Ecke. Ach so. Und dann legst du die einfach rein, oder was? Richtig. Alrighty. Genau, also das heißt, wir werden jetzt da halt auch noch Sachen dann einfach jetzt entsorgen. Und ja, dann halt einheitliche Sachen irgendwann, einheitliche Fliesen irgendwann neu kaufen. Es ist halt nicht immer alles so, wie man sich das zuerst überlegt, Leute. Achtung, Trecker. Jo. genau, und ja, ansonsten genießen die Hunde auf jeden Fall jegliche Schattenplätze. Ne, Mausi, ist ganz schön warm. 31 Grad im Schatten ist hier ein bisschen zu viel, ne? Ja, ich weiß, ist nicht ganz so geil. Aber hier im Innenhof ist es tatsächlich recht gut zu ertragen. Dann hole ich jetzt mal noch meine Handschuhe und stelle euch mal auf Seite. Ihr dürft dann jetzt bei den letzten Metern zugucken. Boah, hier unten im Haus ist es so geil. Das ist die einzige Etage, auf der man es richtig gut aushalten kann, weil wir hier nur so ungefähr 20 Grad haben durch die fetten Mauern. Das ist schon irgendwie echt angenehm. Aber ja, jetzt heißt es mal noch den Rest in den Bauschuttcontainer, damit wir den nächste Woche wieder abholen lassen können. Und dann kommen wir dem Ganzen einen Schritt näher, dass wir hier halt wirklich keinen Schutt und keine Bauabfälle mehr haben, weil das ist gerade so das, was sich für uns richtig anfühlt, dass wir alles komplett, was nicht mehr irgendwie wirklich gebraucht wird, jetzt im Moment entmüllen. Ja, muss ja auch. Muss. Das ist einfach so viel. Ey. Es ist zu viel. Man kann es auch irgendwann nicht mehr sehen, auch ja, wenn man es gerne behalten würde. Es macht keinen Sinn. Man legt es nur von links nach rechts. Ist so, ja. Ganz genau so sieht es aus. Hobbes ist drin, ja. Und ja, dann dürft ihr jetzt nochmal ein Ründchen zugucken. So, weiterer Container voll. Jetzt, hoppala, Wespe. Was? Wespe. Entschuldigung, Leute. Oh, mich erschrecken die Viecher immer so. Ich hasse das, wenn die sich auf mich draufsetzen. Das kann ich gar nicht haben. Daniel kümmert sich dann noch um die Reste von diesem kaputten Grill. Boah, ey, das waren jetzt nur so 10 Minütchen, 15 Minütchen, aber es ist sau anstrengend bei den Temperaturen. Ich war auch, also wir waren beide gestern danach der Aktion ziemlich kaputt, als wir die 2 Stunden geschleppt haben, ungefähr. Das war schon echt heavy. Also Daniel ist auch heute ein bisschen müde, das kann ich auch absolut nachvollziehen. Du bist richtig platt, der hat ja auch am Donnerstag schon noch Container gefüllt, da hat er hier den Haufen gemacht, alleine, während ich Aufnahmen gemacht habe. Und gestern habe ich ihm dann geholfen halt beim Rest. Aber das ist echt eine brutale Arbeit, ich schwör's euch. Ja, das ist also richtig, richtig übel. Ideal wäre es, einen Bagger zu machen, oder? Ja, ist aber bei dem Gelände teilweise halt auch schwierig, weißt du? Fast gar nicht möglich. Fast gar nicht möglich, ne? Von da oben, von der Terrasse haben wir die ja jetzt, also von der Terrasse ums Eck, ne? Haben wir die ja jetzt runtergeschleppt, die Sachen, und dann halt hier runter in den Container. Also viel anders kannst du es gar nicht machen. Boah, auf jeden Fall wäre ich jetzt schon wieder reif für eine Dusche. Passenderweise ist gerade ein Paket auch angekommen. Das hat mich direkt duftend hier. Weißt du, vor allem für uns Speckis ist das auch sehr okay, ne? Ja, ja, voll. Wir sind ja voll im Training, ne? Voll und fit und so. Ja, auf jeden Fall kam gerade ein sehr geil duftendes Paket bei mir an. Da gibt es nächste Woche wieder einen Code, allerdings nur auf Instagram. Aber für euch mal kurz geteasert. Ich teste die neue Vanilla-Reihe von Pomelo. Das ist ein Repairing Shampoo, Conditioner und Maske. Also falls ihr da eventuell nächste Woche dann Nachschub shoppen möchtet, müsst ihr unbedingt auf Instagram vorbeischauen. Bis dahin werde ich die aber erst auch nochmal austesten. Aber ihr wisst ja, ich benutze jetzt seit wann habe ich jetzt eigentlich Pomelo? Ich glaube seit Februar ungefähr. Und ich habe jetzt das erste Shampoo einmal, den ersten Conditioner aufgebraucht.
Und Shampoo ist jetzt bald das erste leer. Daniel benutzt es mittlerweile auch mit, das Matcha Scrub. Das ist, also die sind richtig, richtig gut, ganz ehrlich. Ja. Die Rampe können wir jetzt offiziell auseinanderbauen. Die Rampe kann offiziell weg. Ja, ich glaube, die auch brauchen wir nicht. Wir werden kein Container. Das war der letzte Container. Das war der letzte Container, ne? Ja. Schicht im Schacht, kein Bock mehr drauf. Nee, vergiss es. Die nächste füllen die andere. Ja, das machen dann andere. Ah, kleiner Schwank am Rande. Ich habe ja im Moment relativ viel auf Kleinanzeigen reingestellt. Und wir hatten auch mal den Bauschutt reingestellt zum Verschenken halt. Weil manchmal gibt es ja trotzdem Menschen, die brauchen halt irgendwie Schutt, wenn sie irgendwo halt was aufgebuddelt haben, was halt irgendwie gefüllt werden muss. Also sieht man ja öfter mal, dass dafür halt dann ganz gerne einfach Bauschutt genommen wird, um halt sozusagen Füllmaterial zu haben. Deswegen dachte ich, ich mache es einfach mal. Aber das Einzige, was ich als Reaktion auf die Anzeige bekommen habe, waren jede Menge Angebote, dass Leute hierher kommen, um uns den Bauschutt für 500 Euro zu entsorgen. Wo inklusive ich mir dachte, Container. Inklusive man hat ja schon fast drüber nachdenken können. Fast. Aber ich bin immer der Meinung, ob ich 100 oder 200 Euro spare, die spare ich gerne. Ja, das ist halt so. Aber auf der anderen Seite ist ja krass, dass es da tatsächlich so ein Angebot gibt. Ne? Also unfassbar viel. Also ich habe, glaube ich, 3-4 Zuschriften bekommen. Das günstigste Angebot war für 400 Euro, glaube ich, inklusive Container. Das wäre, der wusste aber nicht, wie viel das hier wirklich ist. Ja, der wusste nicht, dass das 7 also Kubik sind, weil ich hatte nur 5 Kubik reingestellt zum Verschenken. Ach, das, und das ist ja ein 7 Kubik Container jetzt wieder gewesen. Also ich glaube nicht, dass die 7 Kubik freiwillig geschleppt hätten für 50 Euro Aufpreis. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also lohnt sich auch gar nicht. Ne? Aber ja, voll schön. Da kommt jetzt ein Baustellenteil, der sozusagen forever and ever hoffentlich erledigt ist, den wir uns nie wieder antun müssen, Bauschutt schleppen. Ich schwör's euch. Eine Sache, die ich in meinem Leben nicht vermissen werde. Ganz bestimmt nicht. Ich hatte ganz am Anfang mal gesagt, so einen Mini-Bagger zu kaufen. Ne? Mhm. Jetzt, wo hättest wir fertig sind, hätte ich es mal gemacht. Das hätte sich richtig gelohnt. Der hätte sich voll gelohnt und du hättest ihn jetzt noch für einen guten Preis wieder weiterverkaufen können. Aber jetzt haben wir ja Abriss. Man könnte theoretischerweise fast sagen, dass wir die Abrissphase vom Haus jetzt soweit durch haben. Ne? Ja. Weil es müsste jetzt nur noch ein bisschen den Putz runter. Aber dort ist auch die Frage, ob er jetzt komplett runter muss. Das muss ich dann prüfen. An mancher Stelle muss er komplett runter, an anderer Stelle muss er einfach nur angeraut werden. Um neuen aufzusetzen. Weil es macht ja keinen Sinn, ihn komplett runterzunehmen, zu entsorgen und wieder dann neu anzubringen, wenn er noch gut ist. Ne? Ist so. Also, und dort muss nur noch ein bisschen Lehm auf der ersten Etage raus. Ja. Aber den verteile ich dann hier im Garten. Der kommt in den Garten, der Lehm. Das ist kein Problem. Und dann der wächst wieder ein. So langsam auf den Aufbau. Ne? Natürlich, die Etage muss drin noch gemacht werden, aber das ist nur Holz. Das ist Holz, Leute. Ne? Ja, genau. Also, das wird interessant. Wie gesagt, es sind Pläne da. Wie und wo es jetzt konkret dann weitergeht, werdet ihr hier so immer wieder Stück für Stück ja mitbekommen. Auf jeden Fall. Aber es ist okay. Wisst ihr, man schließt halt auch seinen Frieden damit, dass es nicht mehr ganz so schnell ging, jetzt, wie man es vielleicht ursprünglich mal geplant hat. Aber das sind halt Dinge, manches kann man nicht beeinflussen. Es passieren halt Dinge, die man einfach so nicht vorhersehen kann, weil das Leben halt auch einfach stattfindet. Und von daher ist es auch alles soweit okay. Was erzählst du? Ich habe gesagt, ich habe den Frieden damit geschlossen, dass wir nicht so schnell mit allem fertig geworden sind, wie wir es mal ursprünglich gedacht haben. Ja, das ist wichtig. Es wurde ja mit der Zeit ja auch immer mehr und immer mehr und immer mehr. Jede Wand, jedes es Ding, was wir super aufgemacht viele haben. Unvorhergesehene Dinge, wo keiner mit gerechnet hätte, was keiner vorhersehen konnte. Und ja, so entwickelt sich das halt. Ja, das Dach hier, das war ja auch an für sich nicht wirklich geplant. Nee. Das hat sich mit der Zeit hat sich das rauskristallisiert, dass es gemacht werden muss, aber man hätte ja gedacht, dass man es neu von innen isoliert. Ja, und damit wäre gut. Dann kann man das gut, Dach noch 20 Jahre halten, aber dem war nicht so. Nee, dem war nicht so. Wie so einiges anderes. Aber hey, das ist doch schön. Das ist doch eine tolle Geschichte hier. Haben wir jetzt aufgelöst, Leute. Super. Alrighty. Aber so langsam kriegen wir Platz. Ja, es wird so langsam. Das kann man kaum glauben irgendwie. Und ich freue mich, wenn die restlichen Sachen innen drin wegkommen. Ja, auf jeden Fall. Kennt jemand, der jemanden kennt, der einen kennt, der eine Küche braucht? Ja, eine Küche zu, also nicht zu verschenken, zu verkaufen. Ja, ich habe unsere alte Küche ja inseriert, aber bisher hat da noch nicht wirklich jemand Interesse dran gezeigt. Also falls irgendjemand im Rhein-Sieg-Kreis eine Küche braucht, im Rheinland, meldet euch gerne. Ja. aber ja, es ist halt.
ein den Haufen, kontinuierliches Dran. Sie denkt so, jetzt habe ich meine Arbeit gut gemacht. Ja, ne? Guck mal, Herr Schütte gearbeitet. Hier, ne? Jetzt ist aber Wochenende hier. Der Dude, mal locht hat sie. Ne? Guck das mal an, bewundert sie ihr Werk hier, was die Bauaufsicht hier alles so gemacht hat. Ja, Wahnsinn, hä? Bärbel, Bauaufsicht, hast du gut gemacht. Hast du letzte Schubkarren hast gefahren, ne? Bist jede Schubkarre gefühlt mitgelaufen, ja. Die ist so großartig. Die ist echt, guckt euch das an, dieser Hund. Die ist so ein Dreckskind geworden, ne? Wie die da einfach liegt. Non fucks given, ich sag es euch. Ehrlich, der ist alles egal. Hauptsache, die kann zugucken. Das ist das Wichtigste. Nun gut. Ist halt krass, wie brutal stabil die gebaut war, ne? Also, wenn du denkst, wie viel... Schätzt mal, pass auf, das ist der 9. Container, ne? Davon sind 2 mit 7 Kubik. Und die restlichen waren 10 Kubik. Und die anderen waren 10 Kubik. Und ich hatte bei den anderen Containern dabei, die waren fast 14 Tonnen schwer mit Material. Das habe ich noch dort liegen, muss man bedenken. Also ich schätze jetzt mal grob gepeilt, machen wir einfach 10 Tonnen pro Kubik, pro Container. Dann haben wir hier 90 Tonnen Gesteins rausgeschleppt. 90 Tonnen, Leute, überlegt euch das mal. Das ist der Wahnsinn. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Mal, wie viel braucht man, um ein Haus zu bauen? Oh, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hätte man davon eine fette Doppelhaushälfte bauen können. Ja, auf jeden Fall mal ein 140 Quadratmeter Haus hast du bestimmt bauen können. Ich kann es aber nicht einschätzen, wie viel Beton man dafür wirklich braucht. Weil man müsste theoretisch das Fundament wegrechnen, weil das ist ja schon, das wird schon ziemlich schnell und viel. Ja. Aber so von den Steinen her, also das ist heftig. Das ist 90 Tonnen, Leute. Halt euch das mal vor Augen. Das ist echt brutal. Und alles über 3 Balken und 2 Platten transportiert. Ja. Und Muskelkraft. Ganz viel alles Muskelkraft. Human Power. Ja, definitiv. So, welche Proteinshakes nimmst du? Hast du da noch eine Werbung anzubieten? Ja, nee, Schlaf, leider nicht. Ne? Schlaf, ein bisschen Wasser mit Eis. Ja, sowas gibt es bei uns nicht, Leute. Alles nur pure Willenskraft. Viel Motivation. Viel Motivation, ja. Dass uns die noch nicht komplett ausgegangen ist, ich wundere mich manchmal. Es gibt aber so Momente, da denkt man sich einfach so Fax gewinnen. Ne? Ja, kein Bock mehr. Hoppala, das war die Regenrinne. Hasse. Da kann der Netz drüber spannen. Ja. Und dann, dann kann der nächste Woche kommen. Ja. Kannst du den am Montag anrufen. Ja. Freut der sich. Und die Balken hier? Da können wir vielleicht nehmen, für oben dazu zu machen. Ja, ist eine gute Sache. Ja. Alrighty. So, ich werde jetzt noch ein, zwei Maschinen Wäsche heute mal machen. Und ansonsten auch nichts Großartiges mehr, noch ein bisschen gemütlich. Ja, das Wochenende. Wir haben ja schon Videos geschnitten und alles gemacht. Thumbnails und Gedönse halt, was man so samstags macht. Ne? Ja. Ich weiß nicht, manche Dinge werden sich höchstwahrscheinlich nie ändern. Ich schwör's euch. Ganz Scheiß da. Oh, guck mal hier. Zack. Jetzt kann der Große auch hier wieder rumrennen. Ja, ohne dass wir hier groß aufpassen. Das ist toll, ey, dass das überhaupt noch lebt. Wunderlich. Ja, das, ne? Ist so, das ist so ein einziger... Also ich weiß nicht, wie es zusammenhält, aber es hält. Ja, aber das wir ist sind auch dabei zu überlegen, für mal ein neues zu kaufen. Ja, ja, wir gucken jetzt mal nach einem neuen. Ich will mal auf Kleinanzeigen ein bisschen stöbern, weil ich hätte ganz gerne schon irgendwie was zum Stil, also was auch zum Stil irgendwie passt. Blickdicht. Ne? Und blickdicht gerne, das wäre super. Ja, am besten so mit einem Bogen. Ja, so ein Bogen, ja, das wäre schon cool. Aber müssen wir mal gucken, was es so das gibt. Das Maß, das hier dazwischen ist, natürlich wiederum scheiße. Ja, ist normal. Was hast du erwartet? Hier ist doch nichts auf normale Art und Weise. Es ist alles Sonder. Special Sondermaß und so. Yo, Leute. So, ich werde jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, gerade noch ein bisschen Wäsche machen. Ah, da kann ich euch aber gerade noch mal was zeigen. Das mache ich jetzt. Moment. So, ich bin noch mal gerade mit euch nach oben gegangen, weil ich habe nämlich Handtücher bestellt. Also Handtücher ist irgendwie so eine Sache. Ich weiß halt nicht, wie ist das bei euch? Also ich habe so langsam den Drang, auch tatsächlich mal zu schauen, dass die irgendwie alle einheitlich sind, weil Handtücher irgendwie sowas ist, wofür man nicht so gerne Geld ausgibt, habe ich manchmal das Gefühl, oder? Das ist irgendwie immer so das Letzte, woran man denkt. Und ich habe immer eine Zeit lang relativ viel auch Handtücher und so geschenkt bekommen. Und es war immer so ein bisschen so ein Ritual, dass ich halt zum Geburtstag immer Handtücher gekriegt habe. Und deswegen habe ich halt so ein buntes Sammelsurium an Handtüchern. Und dann kam ja Daniels und mein Haushalt so zusammen. Und dann wirft man alle Handtücher zusammen. Es passt nichts mehr zusammen. Und es ist irgendwie, es ist ätzend irgendwann. Aber ich bin jetzt an dem Punkt, ich muss dringend Handtücher aussortieren. Und deswegen habe ich mal einen Rutsch neue bestellt. Hier.
In so einem ganz klassischen Grau einfach. Und zwar sind die nämlich alle von Amazon Aware. Das ist ja die nachhaltige Kollektion. Das heißt, die hier sind jetzt aus Bio-Baumwolle, wenn ich mich nicht vertue. Jetzt lass mich mal gerade reingucken. Genau. 100% Cotton, also 100% Baumwolle. Und soweit ich weiß, ist das dann Bio-Baumwolle. Auf jeden Fall kann ich euch die super gerne mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich habe ja schon den Badvorleger, also die Duschmatte, ne, die Fußmatte, habe ich auch schon von Aware, schon seit das damals ja rauskam. Das hier ist jetzt so ein 6er-Set, da sind 4 von diesen normalen Handtüchern mit dabei. Und ich muss sagen, die Qualität 1A, Leute. Ich bin so unfassbar begeistert davon. Und das hier sind jetzt so große, oh ja, die sind geil, das sind so große Duschtücher. Das benutze ich auch wahnsinnig gerne und Daniel sowieso. Da haben wir davon dann noch 2 Stück. Das ist schon mal geil. Dann habe ich hier noch. Genau, und auch alles recycelter Plastik. Also die sind da ja sehr auf dem Vormarsch. Und ich muss sagen, damals der Launch von Amazon Aware, das war wirklich klasse. Ich habe mich sehr darüber gefreut, weil ich finde, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und wenn man dann halt mal was Neues braucht, wisst ihr, dann kann man halt auch wenigstens was Gutes kaufen. So, und dann nochmal halt diese Größe, weil davon brauchen wir halt am allermeisten. Genau, das sind halt so die dann fürs Gesicht und so und für halt am Waschbecken, ne? Also das, was ich wirklich ja alle paar Tage dann wechsle. Und dann habe ich hier nochmal 2 Saunatücher bestellt, also die ganz, ganz großen. Okay, einmal klassisch, einmal grau für Daniel und einmal rosa für mich. Rosa, rosa. Das sind dann die ganz fetten, großen Saunatücher halt. Mega, mega geil. Die werde ich jetzt direkt erstmal durch die Maschine werfen und einmal frisch durchwaschen, dass ich dann auch ein paar alte Handtücher aussortieren kann. Also einfach Handtücher, wo zum Beispiel Färbeflecken von meinen Haarfärbeaktionen drin sind und die halt einfach alt sind, ne? Wo sich langsam Fäden ziehen und so. Ich glaube, viele von diesen Handtüchern, ey, lasst mich nicht lügen, aber die sind bestimmt 10 Jahre alt oder so. Keine Ahnung. Aber würde ich ungefähr tippen, weil Daniel und ich sind jetzt schon mehr als 8 Jahre zusammen. Die sind teilweise, glaube ich, sogar noch älter. Das nächste, was ich gerne angehen möchte, wo ich super gerne was Neues anschaffen will und endlich was Eigenes, was ich noch nie selbst gekauft habe, in meinem ganzen Leben noch nicht, und dafür muss ich fast 37 werden, Leute, ist Bettwäsche. Also nicht die Bettbezüge, sondern das Inlay quasi, also Bettdecke, Kopfkissen und so. Wir haben uns ja damals dann in Köln das neue Bett geholt. Das ist auch alles super. Da holen wir vielleicht irgendwann auch mal noch einen neuen Topper oder so. Aber die Bettdecken selber habe ich persönlich noch nie selbst in meinem Leben gekauft. Ich glaube, die ich hier habe, das ist meine Kinderbettdecke. Ungelogen, also aus Teenie-Tagen wahrscheinlich noch. Das ist irgendwie so ein Kram, das nimmt man mit und das hat man dann. Und also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Kauft ihr sowas regelmäßig neu? Also es wäre wahrscheinlich auch besser, wenn man es tun würde. Also ich wasche die ja auch zwischendurch mal aus, aber ey, ganz ehrlich, irgendwie ist es etwas, das sehr, sehr wenig Zuwendung so von mir bekommt. Und ich habe da so ein bisschen den Drang, irgendwie mal zu investieren. Ich weiß nicht genau, wo ich das kaufen will. Vielleicht halt ganz klassisch beim Schweden oder so. Ach, I don't know. Also wenn ihr da Tipps auch habt, was halt nicht so... Also ich will jetzt keine Ahnung, 1000 Euro oder so ausgeben, ne? Weil da kann man ja auch schnell echt richtig viel, viel Kohle loswerden. Das ist ja auch immer ganz schön heftig, muss man sagen. Deswegen fand ich die hier von Aware, also Preis-Leistungs-Verhältnis so für die Handtücher, echt richtig, richtig gut. Das 6er-Set mit den großen und den 4 Guess, also normalen Handtüchern, nenne ich die immer, ja, kostet, glaube ich, so 35 Euro oder so. Also das kann man halt echt mal machen, ne? Das ist jetzt nicht ganz so teuer. Und ich habe übrigens auch noch was Kleines an Deko geholt. Vielleicht machen wir mal morgen gemeinsam noch das Badezimmer frisch. Das muss nämlich eh wieder geputzt werden. Und dann nehme ich euch vielleicht mit. Aber ja, das ist halt irgendwie, keine Ahnung, muss ich mal langsam ein bisschen mehr Liebe. Liebe für den Haushalt. Habe ich ja so viel, ne? Wisst ihr ja, bin nicht so die Hausfrau. Aber egal, jetzt haben wir mal einen Schwung neue Handtücher. Freue ich mich auf jeden Fall drüber. Montag it is und wir gönnen uns heute einen ruhigen Tag. Deswegen ist bisher auch heute nicht viel passiert.
Und es gab auch heute kein Mittagskochen, weil wir waren heute Mittag was essen. Kommt auch seltener vor, aber war sehr, sehr lecker. Und wir waren in einer Pizzeria, die für ihre überdimensioniert großen Pizzen bekannt ist. Und deswegen steht womöglich da noch richtig viel Abendessen im Kühlschrank, weil wir es eh nicht geschafft haben. Es war lecker, ja. Es war lecker. Ja. Ja, es war sehr lecker. Küche ist soweit einigermaßen geräumt. Das habe ich jetzt gerade gemacht. Aber ich habe nämlich hier noch was Schönes mit euch auszupacken. Das ist immer ja wie so ein bisschen kleine Überraschung. Und zwar die neue Trend Raider Box. Die machen wir jetzt noch auf. Gemeinsam. Ich stelle euch mal auf Seite. Ich habe dann irgendwie... Was haben wir eigentlich gestern gemacht? Ach ja, ich weiß, was wir gestern gemacht haben. Oh, ihr seid ja ganz dreckig. Moment. So, jetzt solltet ihr wieder voll den Durchblick haben. Genau, ich weiß, was wir gestern gemacht haben am Sonntag. Und zwar haben wir gestern Ark angezockt, weil wir das ab Dienstag bei Daniel im Stream spielen werden. Und wir wollten uns das erstmal vorab ein bisschen angucken. Und es ist ziemlich geil, das Spiel, muss man sagen. Und ja, ich glaube, das wird lustig. Aber jetzt gucken wir uns erstmal die hier an, Leute. Da freue ich mich jetzt sehr drauf. Wo ist mein Handy? Da, Moment. So, da ist sie. Das ist die neue Summer Vibes Box. Passend zum August natürlich. Hier ordentlich Summer Feeling. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, dieses Mal habe ich absolut keinen Peil, was mich erwartet. Ist aber auch mal wieder ganz schön. Okay, schaut mal. Der liebe Stefan hat mir die Box gepackt. Ganz vielen Dank dafür und ebenfalls nochmal Dankeschön, Dankeschön. Da kommen schon wieder leckere Sachen mir entgegen. Das finde ich großartig. Leute, ich liebe ja diese kleine Überraschungsbox einmal im Monat. Und ihr wisst ja, ich habe die jetzt schon eine ganze Weile immer. Ich habe immer die vegane Variante. Und falls ihr Bock habt, die auch mal auszutesten, solltet ihr unbedingt die Videobeschreibung auschecken. Und ich blende euch hier nochmal den Code ein. Der ist dauerhaft gültig. Also ne, könnt ihr jederzeit, wann ihr Bock habt, euch für entscheiden. Ist aber auf jeden Fall immer eine Entdeckung wert. Es kommen mir mal wieder ganz viele leckere Sachen entgegen und das ist natürlich dann immer für mich direkt so, zum einen Datteln. Seeberger war jetzt schon öfter drin, also ich kenne die Marke auch ziemlich gut. Also wenn ich Nüsse oder Trockenfrüchte oder irgendwas kaufe, kaufe ich die eigentlich fast immer von Seeberger, ist mir mal aufgefallen. Gibt es ja wirklich überall und Datteln finde ich großartig, liebe ich sehr so zum Snacken. Also von daher absolut perfekt. Dann kommt hier mir was entgegen. Oh mein Gott, das ist was für uns. Und zwar ein Fior di Sale al Pomodoro. Ein Meersalz. Gewürzmischung mit Tomate. Oh, boah, wir haben heute Morgen noch ein paar Tomaten von unserem Strauch gepflückt. Und ich glaube, so ein Salz darüber ist wahrscheinlich ein absolutes Träumchen. Das werden wir aber zügig ausprobieren. Von Hand hergestellt, 100% italienisch, von Amodeo. Die Marke kenne ich gar nicht. Das finde ich extrem spannend. Wir sind ja eh auch so, also Fans von guten Gewürzen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber nicht so die Klassiker, ne? Das kennt ja jeder. Also. Und vor allem, ich mag es ja halt auch, kleinere Nischenmarken zu entdecken. Immer über die Trend Raider Box. Das finde ich wirklich großartig. Oh, Focaccia. Boah, das könnten wir aber auch mal selber machen. Mhm. Mega geil. Will ich unbedingt direkt vielleicht sogar heute Abend ausprobieren. Was haben wir hier? Ein Gemüsetopping von Sonnentor. Jo, geil. 100% Bio. Brennnesselsamen, Flohsamen, Pastinaken, Tomate, Ringelblume, Schwarzkümmel. Mhm. Für Gemüse vegane Gerichte und Hummus. Ja, nice one. Wir essen ja extrem viel vegetarisch, so Gemüsepfannen mit irgendwas, ne? Gemüse einfach mit bisschen Reis oder mit Kartoffel oder auch mal halt an eine Pasta dran oder so. Das schmeckt bestimmt richtig gut. Das werde ich auch auf jeden Fall in unsere Gewürzküche stellen. Das wird aufgesnackt, Leute. Dann mal hier. Was ist das? Ist das ein Fächer? Das soll ein Fächer sein, oder? Das ist jetzt die einzige Verwendung, die mir gerade dafür einfällt. Ich gucke das aber gleich nochmal nach, nur um sicher zu gehen. Moment. Hier ist ja immer das Heftchen dabei, also falls man komplett lost ist, so wie ich gerade, ja. Heiß, heißer August. Ja, ein nachhaltiger Faltfächer. Von Just Fans. Okay, aus 100% recyceltem Plastik. Jo, geil. Sehr nice.
Okay, dann war ich nicht ganz auf dem Holzweg. Hab das direkt richtig gemacht. Was haben wir hier? Kombucha Energy Shot mit Matcha und Koffein. Oh yes, das kann ich immer sehr gut gebrauchen. Darmflora Superfood. Okay. Also Kombucha habe ich tatsächlich eine Zeit lang immer super gerne getrunken, aber ich habe das so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich habe auch das Gefühl, das gibt es nicht mehr so oft und überall. Ne? Muss ich auf jeden Fall mal antesten. Bisher waren die Getränke, die dabei waren, immer so semi. Auch letztens das Kokoswasser, das hat mich nicht ganz so angesprochen. Aber okay, ich teste das alles. Ne? Hier haben wir etwas, das werden wir auch mögen. Und zwar Aioli-Creme. Oh, Daniel guckt schon so, oh ja. Die ist zwar vegan, aber das soll uns egal sein. Wenn sie lecker ist, ist mir das sowieso wurscht. Ja. Von Demeter. Demeter kenne ich tatsächlich auch als Marke. Bio-Aioli mit Sonnenblumenöl. Geil. Die Frage ist, kann Aioli überhaupt nicht vegan sein? Das ist eine sehr gute Frage. Höchstens wahrscheinlich so das Cremeprodukt, was drin ist, wenn das auf einer Milchbar. Also, ach so. Ne? Ja, aber das hier ist halt. Wir müssen mal gucken, wie überhaupt eine Standard. Ist so, ja, hätte ich jetzt auch gar nicht gewusst. Ich hätte jetzt einfach gedacht, die sind automatisch vegan. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht, ne? Aber das da, oh mein Gott. Hier sind sowieso schon geile Sachen drin. Hier ist auch so ein Meersalz für Tomaten mit drin und so. Auch geil. Richtig nice. Ja, ja. Also, das wird richtig lecker, Leute. So, jetzt gucken wir mal hier. Ein Mundpflegespray, okay. Ah, mit CBD. Von Herblis Berlin. 2,5% CBD. Ein kosmetisches Mundpflegespray. Alright. Ich bin an diesem Thema mit CBD sowieso schon dran. Da wird es vielleicht mal demnächst was zu geben von mir. Ich will das nämlich so ein bisschen testen und da mal ein bisschen so die Hintergründe beleuchten, ob und wie und für wen das was ist. Falls ihr schon Erfahrungen so mit, natürlich, ne, das ist ja keine Drogen, ne? Also ist ja kein THC drin. Ich glaube, das ist korrekt, ja. Korrigiert mich super gerne in den Kommentaren, wenn ich es falsch sage. Aber wer schon Erfahrung mit CBD hat, schreibt es mal gerne. Würde mich nämlich interessieren. Dann haben wir hier einen Einkaufsbügel. Yo, das ist immer jod. Bag and Backpack. Also kann man so zweifach verwenden. Aber so Beutel sind natürlich immer gut. Wir haben ja unsere hier, die sind auch schon Jahre alt. Die schleifen wir schon ewig. Aber das hier sieht natürlich auch richtig süß aus. Sehr schön. Not a bag. Ja, ja, das ist. Ach, das ist die Tasche davon, oder? Na egal. Ich fummel das dann mal demnächst auseinander, aber die ist auf jeden Fall süß. Freue ich mich drüber. Dann haben wir hier Made by Nami Live Free. Mal gucken, was sich da drin verbirgt. Ich weiß es nicht. Es könnte aber eventuell Schmuck sein. Ja, Sarah ist immer gut, ne? Guck mal hier, wie süß. Be happy. Achso. Ja, happy liegt da. Und Seek Adventure, ja. So ein geknotetes Armband, finde ich sehr süß, sowas. Das ist schnuckelig. Habe ich früher, das war so ein 90er-Ding, da hat jeder sowas getragen. Also wir haben uns die auch immer selber geflochten und so. Fand ich immer cool. Und was haben wir hier noch? Eine Maske, Detoxpflege für ihre Haut von Tautropfen. Tautropfen kenne ich auch als Marke. Auch sehr, sehr schön, made in Germany. Vitalisierende Tuchmaske. Super. Fällt mir ein, ich habe schon viel zu lange keine Maske mehr gemacht, Leute. Und hier ist noch was zu trinken oder was ähnliches. Ja, es ist was zu trinken. Schauen wir mal. Vinade, alkoholfrei. Spritziger Rosé. Das reimt sich auf jeden Fall alles. Klingt super. Voller Biogenuss, null Alkohol. Jo, geil. Das ist ja vor allem für mich genau das Richtige, weil hier wird ja eigentlich fast gar kein Alkohol mehr getrunken. Eine leckere Bio-Weinerfrischung von frischen Rotfrüchten, null Alkohol, mit Liebe gemacht. Ja, klingt super. Das würde ich doch sagen, stelle ich mal schön kalt. Vielleicht ist das ja was für den nächsten Stream. Ne? Ja, finde ich gut. Leute, es war wieder eine richtig schöne Box. Hier gibt es noch ein paar Kärtchen, noch mehr Info. Bei denen hier bin ich auch sehr gespannt. Ach, guck mal, die haben ein recht großes Sortiment hier mit alkoholfreien Sachen. Das gucke ich mir mal an. Das finde ich nämlich immer sehr, sehr interessant. Ja, und wie gesagt, sehr, sehr coole Box. Richtig, richtig geil wieder. Auch mit diesem ganzen
Sachen so für die Küche. Ne? Da bin ich ja immer super begeistert von. Gerade halt auch so Gewürzgeschichten, ne? Und sowas zum Snacken oder vegane Aioli oder sowas. Also da bin ich immer absolut voll dabei, Leute. Finde ich großartig. War wieder eine sehr, sehr schöne Box. Bin gespannt, wie euch die gefällt. Und nicht vergessen, hatte ich ja schon gesagt, in der Videobeschreibung findet ihr den Code und natürlich auch den Link zu Trend Raider. Also schaut euch das super gerne an. Und dann kann ich ja jetzt demnächst auch im Stream hier mit meinem neuen 100% recycelten Fächer Luft zu fächern, wenn es mir wieder zu heiß wird. Der müsste jetzt nur noch automatisiert sein. Ne? Das wäre natürlich großartig, aber ist schön. Ja, finde ich gut. Super. Liebe Leute, das war sehr erfolgreich. Was kann ich euch noch erzählen? Ich glaube, das war es eigentlich soweit. Wir haben, wie gesagt, am Wochenende dann doch nicht mehr so viel gemacht. Aber es passt auf jeden Fall. Happys Entzündung in der Pfote ist übrigens einen Tag jetzt auch noch mal ein bisschen schlechter geworden, leider. Ja, ich habe es aber gerade geprüft. Hast du gerade geprüft? Ja, ist schon wieder besser? Ja, ich habe es besser gemacht, wollte ich sagen. Ja, du hast es auch besser gemacht. Das ist schon korrekt ausgedrückt, weil du bist ja hier unser Krankenpfleger für alle Mann. Ja, guck, da sitzt du. Happy Mausi. Kannst du dich mal zeigen? Wir haben übrigens festgestellt, ganz witziger Funfact, Pflaster, ganz normale Pflaster funktionieren bei Madame am besten. Wir haben alles gemacht mit Verband, mit hast du nicht gesehen, Kompressen, und Wickel, Kompresse und so. Alles möglich. Verband geht am besten bei der Maus, ja. Ne? Ist mal wieder crazy. Ja. Und sie braucht keinen Kragen. Nee, dann braucht sie keinen Kragen. Ja, und dann ist alles super. Wird dreimal am Tag gewechselt. Ja. Mauchi lieb. Mausi. Mausi, ja, das kriegen wir schon hin. Kriegen wir wieder weggepflegt. Ja, und ansonsten läuft das jetzt halt dann erstmal gemütlich weiter. Diese Woche nach dem Tag heute ein bisschen ruhiger. Heute war es aber auch mal ein bisschen kühler. Es war auch sehr angenehm, muss man sagen. Und ja, aber es soll dann schon noch wieder schönes Wetter werden. Da freuen wir uns dann natürlich immer drüber. Weil bei schönem Wetter arbeitet es sich trotzdem irgendwie angenehm. Ist halt so, ne? Ja. Ja, so ist das. Liebe Leute, dann Daniel ist schon wieder fleißig hier im Arbeitsmodus trotzdem jetzt, hm? Also müssen wir vorbereiten oder so? Ja, muss da was Kleines ändern. Muss was Kleines Stream, ändern für den Stream, okay. Ist nicht so. Ich würde jetzt nicht als Arbeit definieren. Sowieso alles nur Spaß, ne? Ja, mein Leben ist bestimmt nur Spaß. Das ist der Spaßbeauftragte bei uns. Wer arbeitet dann heutzutage noch? Ja, ist lohnt so. Sich doch kaum. Nee, lohnt sich auch nicht. Ich auch das der Staat nimmt dir alles weg. Also Spaß am Leben. Also mal. Oh, schön wär's, Leute, ne? Nee, so viel dazu. Habt dann eine gute Woche, ihr Hübschen da draußen. Und ja, ich hoffe, der Vlog hat euch Spaß gemacht. Gebt ihm also gerne ein Däumchen nach oben. Und dann sehen wir uns hier nächsten Montag wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Tschüssi!